Jetzt aber freigibt für Clara Bühl. Und da sind wir wieder bei der Vermutung, wie sehr sie sich hier ein Erfolgserlebnis wünscht. Hab's gesagt, erste Quali-Spiel für die 19-Jährige nach einer langwierigen Sprunggelenkverletzung. Clara Bühl, der geht rein! Der geht rein! Und da ist der Freudensprung. Ich hier erarbeitet, regelrecht erarbeitet, erkämpft. Er wünscht, er hofft und belohnt sich hiermit selbst. 8:0. Ja, wir sehen jetzt hier in dem Moment, Torhüterin Agisch reagiert überhaupt nicht. Reagiert sehr, sehr spät. Ist ihre Ecke, konnte den Ball vielleicht zu spät sehen. Also, da können wir sie nicht komplett aus der Haftung nehmen, ganz sicher nicht. Kvartikova has dealt with everything that Bryan have thrown at her this evening. Will she deal with this from ball? No, she won't! And Bayern Munich do have that precious goal back. You know, if they have laces and boots nowadays, but that's a great strike. Goalkeeper sees it late. You can see here, just comes through some bodies. She tries to react, but the power on it is just too much for her. She gets something on it. Pass von Oberdorf auf Bühl. Die Angreiferin vom FC Bayern München hat einen Plan. Und der geht auf. 1:0 in der 19. Minute. Bühl mit Wucht. So wichtig dieser Treffer für das krisengeschüttelte Team. 53. Minute. Ecke Bühl. Kopfball Hegering. Fast das 3:0 durch die Verteidigerin. Vigos dort hier rettet. Entscheidende Aktion durch die Kapitänin der isländischen Nationalelf. Ist eine gute Leistung der Deutschen gegen schwache Isländerinnen. Bühl auf Schüller. 3:0 in der 68. Minute. Erleichterung. Na also, es geht doch. Gute Idee von Lattwein. Klasse Schuss von Clara Bühl. 78. Minute. Die Münchnerin mit zwei Treffern und einem Assist. Definitiv die Spielerin des Spiels. Hallo liebe Fans, wir spielen morgen in der Reale Arena. Hey Fans, wir spielen morgen in der Reale Arena. Hallo liebe Fans, wir spielen morgen in der Reale. Hallo liebe Fans, wir spielen morgen in der Reale Arena. Schaltet ein auf unserer Website und auf YouTube, unterstützt uns und die beiden Mädels freuen uns. Hier, hier, alle!